So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich esse Äpfel. Sofortgegenstände beim Obstgarten. Also, wenn ihr meine Videos ein bisschen verfolgt habt, wisst ihr ganz genau, wo dieser Obstgarten ist. Aber kurz was in eigener Sache: Ihr habt wieder das Glück und könnt eventuell einen Skin gewinnen. Wie das Ganze geht, werde ich natürlich jetzt in diesem Video auch nochmal erklären. Wir haben uns ja als Ziel gesetzt, einen Skin gibt es, wenn ich den Creator-Code bekomme. Habe ich bekommen, ihr habt euren Skin bekommen. Dann einmal, wenn wir YouTube-Partner werden, beziehungsweise ich wirklich Geld damit verdiene, bekommt ihr einen Skin. Unser nächstes Ziel wird sein, 2500 Abonnenten zu haben. Dafür bekommt ihr wieder einen Skin. Was müsst ihr dafür tun? Im Prinzip eigentlich nur Abonnent sein, die Glocke aktivieren. Und zwischendurch mal einen Stream gucken oder die Videos gucken. Einfach damit ihr wisst, wie weit ist der Stand, wann wird es ungefähr sein, wann wird die Skin-Verlosung sein. Also ich werde nicht auf einmal, ah, jetzt haben wir 2500 Abonnenten und dann ist direkt die Verlosung. Nein, das werde ich natürlich auch ein bisschen ankündigen, damit alle die gleiche Chance haben, den Skin zu gewinnen, würde ich jetzt mal sagen. So, was musst du dafür tun? Wie gesagt, gerne Abonnent sein. Gerne meinen Creator-Code eingeben. Wie gesagt, desto mehr ich in Anführungszeichen bekomme, bekommt ihr wiederum zurück. Also im Prinzip eine Win-Win-Situation. Aber eine Bedingung gibt es noch, nämlich wir müssen befreundet sein. Das hat auch einen Grund, werde ich euch gleich noch erklären. Aber Freundschaftsanfrage schicken an yt-familyhack. Genauso wie es hier steht, groß, klein ist erstmal egal, aber auf jeden Fall dieser Unterstrich, kein Bindestrich, achtet da drauf. So, dann hier die Anfrage raus. Ihr seht, würde funktionieren, wenn ich nicht mit mir selbst befreundet wäre. So, dann gehen wir direkt mal rein in den Item Shop und da zeige ich euch nämlich auch, warum wir die Freundschaftsanfrage brauchen. Denn wenn ihr einen Skin gewinnt im Stream, ich verlose die immer im Stream. So, dann kann ich das nur tun, indem ich euch ein Geschenk schenke. So, dann gehen wir hier auf als Geschenk kaufen und dann muss ich dich hier in der Liste suchen. Jetzt nehmen wir einfach mal so als Beispiel, du würdest heißen Flüdüm. Dann hätten wir jetzt ein Problem. Wenn jetzt gerade die Verlosung wäre, ich könnte dir den Skin nicht schenken. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich erst in einem Tag an dich ein Geschenk verschicken kann. Aber wir haben hier bestimmt gerade noch ein Beispiel. Ein Tag, weil. Na, wo ist er denn? Ich weiß, dass ich nur einen habe. Das dauert nämlich genau 48 Stunden. Ja, jetzt finde ich gerade keinen. Also inzwischen sind schon viele dabei, die wirklich die Anfrage geschickt haben. Ich glaube, wir sind jetzt bei 700 Leuten ungefähr. Gruß geht da erstmal raus an alle. Ihr hört schon, die auch gerne Spieleinladungen verschicken. Also wie gesagt, wir müssen 48 Stunden miteinander befreundet sein. Ansonsten kann ich dir den Skin nicht schenken. Falls du gewinnen solltest, kriegst du ihn halt 2 Tage später. Aber wenn dann gerade dein Lieblingsskin im Shop ist, ja, dann kann ich ihn dir halt nicht geben, egal was ich machen will. Und ihr wisst ja, vergesst meinen Creator-Code nicht. Wir haben den Creator-Code jetzt 2 Wochen. Er wird jetzt nach und nach bei jedem rauskommen, auch wenn ihr ihn schon drin stehen habt, weil alle 14 Tage will Epic Games einfach, dass ihr einen neuen Creator-Code eingibt. Wäre schön, wenn ihr meinen wieder eintragen würdet. Einfach yt-familyhack, dann auf Annehmen. Ich kann nur sagen, ich habe schon einige Unterstützer. Würde mich natürlich freuen über jeden weiteren, der noch dazukommt. So, jetzt gehen wir aber mal rüber zur Aufgabe, nämlich esse Äpfel. Deshalb seid ihr hier, denke ich mal, die meisten auf jeden Fall. Und ich werde euch noch direkt zeigen, wo dieser Ort ist. Das Ganze mache ich aber im Solo-Modus. Und bin gerade überlegen, doch mal im Solo-Modus, nicht in Arena, weil ich einfach glaube, dass jetzt gerade nicht so viele dahin fliegen. Aber wenn wir Gruppenkeile machen und die Route einigermaßen passt, wird da, denke ich mal, die halbe Lobby landen. Aber ich will euch ja nur gerade zeigen, wo es ist. Ich hoffe, ich krieg's hin, weil wir müssen natürlich noch eine Sache bedenken bei der Aufgabe. Denn man kann die Äpfel nur essen, wenn man kein volles Leben hat. Und volles Leben bedeutet das grüne Leben, nicht das blaue. Blaue ist nur Schild. Aber das grüne Leben muss halt auf jeden Fall runter. So, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters mal geholfen habe und du gerne mal einen Skin gewinnen willst oder bei meinen Custom Games mitmachen willst im Livestream oder mit mir einfach mal zusammen spielen willst, wie gesagt, gerne ein Abo da lassen, Glocke da lassen,
kostet euch nichts und ihr könnt eigentlich nur gewinnen. Ihr bekommt die Lösung für die Aufgaben, ihr bekommt den täglichen Job. Also drück auf Abonnieren. So, wo ist dieser Ort? Dieser Ort ist genau da. Da müssen wir hin. Genau da. Die Bäume haben nämlich Äpfel. Diese Äpfel fallen runter, sobald man draufschlägt. Beziehungsweise sobald man den Baum gefällt hat. So, die Route ist natürlich perfekt. Das Problem ist, diesmal werden da safe direkt Gegner landen. Weil, klar, auch die guten Spieler werden da landen, weil sie genau wissen, die schlechten Spieler, wie ich zum Beispiel, werden da landen und werden versuchen, die Äpfel zu holen. Das Problem ist schon mal das erste, wir brauchen erstmal Schaden. So blöd sich das jetzt anhört. Aber solange wir keinen normalen Schaden bekommen, bringen können wir die Äpfel nämlich nicht essen. So. Oh wei, oh wei, oh wei. Das gibt auf jeden Fall eine Lose-Runde, wette ich drum. Ins Haus selber gehe ich schon mal nicht. Ja, toll. Hier finde ich nur Munition. Eieiei. Ah, doch, hier haben wir noch was. Aber ich zeige euch definitiv schon mal die Äpfel. Da fallen sie schon mal runter und wie ihr seht, geht nicht. Was müssen wir machen? Fallschaden nehmen. Na, komm schon. Zack, zack. Müssen nur gucken, dass wir nicht zu hoch sind. So, 84. Wo sind die Äpfel? Da. Zack. Eingenommen. Zack. Na. Ja, das war ja wieder klar. Irgendeiner muss uns wieder reinfuschen. So, direkt nochmal zurück zur Lobby. Neuerdings kann man auch direkt in den Itemshop gehen. Ich weiß nicht, ob das aus Frust sein soll dann. Quasi nach dem Motto, oh, ich wurde getötet. Jetzt kaufe ich mir einen Skin. Genau den Skin kaufe ich mir jetzt. Also, warum das Itemshop ist, oh, das war laut. Würde mich halt echt mal interessieren, weil für mich macht das keinen Sinn, direkt in den Itemshop zu gehen. Mir würde eher gefallen, wenn man direkt in die nächste Lobby rein könnte und direkt erneute Spielsuchen machen würde. Weil das würde wirklich Sinn machen. Man ist gerade gestorben und kann dann wie bei Team oder Du quasi direkt schon aussuchen, man will die nächste Runde spielen. Aber warum sie das gemacht haben, keine Ahnung. So, wir werden jetzt einfach mal gucken, wie die nächste Runde aussieht. Die sah ja eigentlich schon ganz gut aus. Wir müssen ja nur drei Äpfel essen. Das Problem ist halt echt, dass wir uns erst hochbauen müssen, damit wir halt den Fallschaden bekommen und somit auch Äpfel essen können. Weil wir haben ja gesehen, funktioniert nur, wenn wir auch Schaden genommen haben. Und anders können wir uns halt keinen Schaden zufügen. Wie gesagt, einfach drei, ich glaube vier Rampen am besten, dass man ein bisschen Schaden bekommt. Nur baut nicht zu hoch, nicht, dass ihr sterbt. Weil wenn ihr sterbt, könnt ihr gar keinen Apfel essen. So, denkt dran, gebt keinem euer Passwort, weil wir es gerade gesehen haben. Keinem, egal was derjenige euch verspricht oder so, gebt nie euer Passwort weiter, geschweige denn eure E-Mail-Adresse oder so. Weil derjenige will einfach nur in euren Account. So, jetzt haben wir dasselbe Problem wieder, nämlich direkt auf der Flugroute. Lieber wäre mir jetzt, wenn die Flugroute hier wäre. So, gucken wir einfach mal. Ich hoffe halt, wir kriegen es jetzt nochmal hin. Bin schon überlegen, ob ich auf dem Haus landen soll und einfach mir da den Fallschaden hole. Oder auf dem Baum direkt. Weil hier werden safe wieder viele runterkommen. Vorher hat keine Sau sich für den Ort interessiert. Jetzt, bester Ort. Weil ich glaube, ich lande auf dem Baum, gehe runter. Macht den Baum kaputt und versucht dadurch halt. Warte. Ja, Lex brauche ich jetzt gar nicht. So, jetzt bitte nur nicht sterben. Fallschaden haben wir bekommen. Zack. Hier den Baum umhauen. Äpfel, Äpfel. Da. Also, so wäre es, glaube ich, am allereinfachsten. Wie ihr seht, Aufgabe geschafft. Kein Problem. 52.000 EP. Lex sind inklusive. Und ihr seht ja, die Äpfel liegen hier auch so rum. Gerade mal gucken, ob wir noch einen Gegner finden. Ja, er hat uns gefunden. Gott, diese Lags sind wieder typisch.
toll. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte einen Easy Kill machen. Ah, wir gucken einfach mal. Aber ich glaube, das geht eh wieder in die Hose. Ah, er ist so weit weg. Problem ist, besten Loot haben wir natürlich auch nicht. In der Scheune ist er schon mal drin. Nein, er war schneller. Also, ihr habt aber gesehen, wie es funktioniert. Einfach am besten auf dem großen Baum da landen, runterspringen, Baum abhauen, Äpfel essen und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Ich setze mich jetzt an die nächsten Aufgaben. Boah, der hat geschmeckt. Das war ein schöner Headshot. Und ich denke mal, ihr werdet die anderen Aufgaben auch hinkriegen. Wenn nicht, wie gesagt, jede Aufgabe ist auf meinem Kanal. Und in dem Sinne, haut rein.